Wenn ich ihn nicht brauche, würdest du so einen Zehner nehmen. Ich brauche den schon, so ist es nicht. Ich brauche den schon. Jede Menge Goals in den Chat. Sehr gut. Habt ihr die Kettensäge wieder dabei? Davon geht fest aus. Bin nur am Kette, grüß dich. Face Eraser, grüß dich. Sehr schön, okay, ihr seid bereit. Dann würde ich sagen, wir starten. Und gehen wir auf 6000 Fuß hoch. Startfreigabe hiermit erteilt. Wir starten jetzt. Auf geht's. Und Start. Geben jetzt Schub. Das ist's. Hast du mit dem Traffic natürlich keinen Stress? Stört mich ja jetzt nicht weiter. Das zeigt das sogar hier jetzt an. Guck mal. Stimmen komplett deaktiviert, also das ist irgendein System.
Startpunkt hier. So, Hans, mach mal auf. In den Traffic-Einstellungen auf Standby stellen. Boah, leit mich mal kurz an. Wo bist du denn dahin? Hans. Ich bin hier auf den Traffic Settings. Pass mal auf. Standby. Ach du Schreck. Okay, alles klar. Den Plattenspieler rauswerfen. Hans, dankeschön. Jetzt sehe ich euch zwar hier nicht mehr. Pass mal auf. Auto. Dankeschön. Was ein Stress, Leute. 6000 Fuß, ja? Jeder mit dem Vision Chat hat jetzt auf einmal den Sound, oder? Vom ersten Mal? Hatte ich noch nie, aber ich bin auch noch nie gemeinsam unterwegs gewesen mit dem Vision Chat. Also schon mal, aber das ist ja Monate her, ja? Und da scheinbar, es gab ja doch das ein oder andere Update in den letzten Monaten. Unter anderem eben haben sie dann diesen Traffic, dieses Traffic-Thema eingebaut. Ist ja stark, ne? Aber wenn du hier unterwegs bist mit 40 anderen oder so, dann kann es anstrengend werden. Dann kann es anstrengend werden. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mich sortieren, weil das hat mich komplett jetzt natürlich erstmal etwas, weil das war jetzt erstmal Priorität 1. So, wir haben die 6000 Fuß mittlerweile erreicht. Höher müssen wir auch nicht bis zum Zwischenstopp. 220 Knoten haben wir auch schon erreicht. Das ist alles soweit schick. Und hier passt auch alles soweit, jawohl. Minus 1 Grad haben wir außen. Oder man müsste hier auch stehen. Genau. Okay, so, jetzt überfliegen wir hier gleich den See, den ersten. Lübtauer Stausee. Habe ich nicht hier notiert. Das sollte passen. So, Hans schreibt, hab das heute Morgen auch gehabt. Braucht ein paar Minuten, bis ich die Einstellung gefunden habe. Super. Ein mega guter Tipp war das jetzt hier. Menge Schnee da unten. Ja, das wird jetzt gleich anders. Also du siehst da vorne schon noch. Wenn wir den See hier überflogen haben, dann wird die Witterung anders. Etwas milder. Und dann sind wir erstmal raus aus der Schneenummer. Boah, es ist immer noch sehr laut. Muss man ein bisschen leiser machen. So, ich glaube jetzt ist es besser. Die Landescheinwerfer habe ich schon deaktiviert. Sehr starke Gegend hier. Eine Brücke hinterm Stausee, also wer Bock hat, ne? Kann hier direkt mal durchrauschen. Schreibt der Ensi gerade. Ah, hier. Guck mal. Vermutlich meinst du diese hier. Also ja. Ich behalte euch im Blick, Leute. Ich behalte euch im Blick. Sehr schön. So, jetzt wollte ich mal hier noch, ohne euch aus dem Blick zu verlieren, wollte ich mal hier kurz schauen. Und zwar. Genau, 29,85. Den stellen wir mal noch ganz kurz an hier. Und zwar hier. So. Nimmt die Brücke jetzt jemand mit? Oh ja, tatsächlich, guckst du dir an. Wie die Wilden.
Der Dirk, der Ruby, der Enzi. Wer kommt da hinten noch? Muss ich mal gucken. Und direkt wieder hochziehen. Python ist noch dabei, Fly Mike. Und 4 Carrot. Einmal durchziehen, bitte. Und Enzi in die zweite Runde, jawohl. Oder doch nicht. Bricht ab. Sehr schön. So, gute 40 Minuten habe ich tatsächlich für das erste Teilstück gebraucht. Und jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, ob ich schon mal den einen oder anderen Punkt hier mit einbaue. Von meinem News-Bereich. Mal ganz kurz auf den Zettel gelinst, denn das, was ich vorhin schon angeteasert habe, ist vielleicht so der erste Punkt, den ich jetzt halt hier ganz gerne mal erwähnen möchte. Und der betrifft das Entwicklerteam von Just Flight. Ich möchte aber hier natürlich auch meine Geschichte im Blick behalten. Ich mache hier mal die VFR-Parallel mit auf. War nicht wendig genug. Okay. Ja, ein schöner See hier, Christian. Brücken nehme ich nach der Zwischenlandung. Da wird auf die F14 gewechselt. Und dann in VR. Das klingt nach dem Plan, Hans. Das klingt nach dem Plan. Ich sehe schon, hier ist mehr Suppe als heute Morgen. Tatsächlich, wettertechnisch. Wir drehen jetzt hier gleich. Oder es ist gleich auf Höhe des Berges hier. Wie gesagt, 6000 Fuß reichen hier aus. Auch wenn das optisch ein bisschen vermuten lässt, dass das vielleicht knapp werden kann. Aber nein, das ist eine ausreichende Höhe. Und dann fliegen wir hier aber so ein bisschen in die Wolkensuppe jetzt rein. Mal gucken, wie es sich dann gleich ergibt, ob wir so bleiben wollen, was die Wettereinstellungen angeht oder nicht. Dann das sehen. Genau, hier machen wir dann den Knick. Ja. Und dann geht es runter Richtung Süden. Und das ist in etwa über dieser höheren Berggeschichte hier vorne nochmal. So würde ich es jetzt mal stehen lassen. Sehr gut. Eine wunderschöne Gegend hier mal wieder. Ah, sehr stark. So, ich hoffe, ihr kommt alle mit. Seid gut gestartet und habt eure Traffic-Warnungen in den Griff bekommen. Aber ja, ich lese hier im Chat weiter nichts mehr darüber. Das passt soweit. Denn dann würde ich jetzt mal tatsächlich von Just Flight ein Thema aufgreifen wollen, denn die haben ja eine App auf dem PC schon länger am Start. Die nennt sich FS Traffic. Und diese App soll für ein realistisches. Wir waren ja gerade bei Traffic, ne? Also ja, da greife ich doch den Spielball, nehme ich gleich mal auf. Und wir bleiben bei Traffic. Und da ist es tatsächlich so, dass das bisher dem PC vorbehalten war. Und das wird sich tatsächlich ändern. Also eine sehr gute Nachricht für alle Xbox-Pilotinnen und Piloten. Denn diese App wird in Kürze, heißt es, in den nächsten Wochen, ja, das meint man mit in Kürze wohl, auch für Xbox wohl umgesetzt werden. Und für mich hört sich es ein bisschen so an, als wäre man nur noch in einem Abwicklungsprozess mit Microsoft und der Durchlauf zum Marktplatz. Denn die App ist tatsächlich jetzt schon verfügbar für PC am Microsoft Marketplace, also am Insel-Marktplatz, und wird in Kürze dann eben auch für Xbox verfügbar sein. Das Ganze habe ich gefunden hier auf der Facebook-Seite von Just Flight. Und die Seite ist jene, die ihr gerade schon mal gesehen habt. Ich blende euch das jetzt hier mal ganz kurz ein. Maus ist da, jawohl. So, Just Flight hier auf dem Facebook-Account, auf deren Facebook-Account kommt nämlich hier mit dieser Information. Die stammt vom 23. Februar. Also von vorgestern ganz aktuell, denn da kam diese App, die bisher nur über deren Homepage gekauft werden konnte.
Seit Freitag ist diese eben auch auf dem Marktplatz für PC erstmal ausschließlich nur erhältlich, aber sie schreiben hier, dass sie an der Xbox-Version eben arbeiten und innerhalb der nächsten Wochen eine Version für Xbox bereitstellen wollen. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, gerne Feedback in den Chat, was ihr jetzt schon für Erfahrungen gesammelt habt. Gerade die User, und die auf dem PC unterwegs sind, die diese App schon nutzen, oder dieses Tool ist es ja, schon nutzen, schreibt mir gerne mal in den Chat, ob das was kann oder nicht. Ich habe mir vorhin den lassen wir gerne mal Traffic angeht. Also man sieht es ja schon, 45 verschiedene Fluggesellschaften, 700 Lackierungen, also das sollen dann auch realistische Lackierungen an den jeweiligen Flughäfen sein und in der Luft. Also das scheint mir schon nicht schlecht zu sein. Celtic, moin, grüß dich. Muss ich mal gleich, während der hier läuft, parallel in den Chat rein. Also hier mit 32,95, ich weiß jetzt nicht, was es am Inzim-Marktplatz kostet, aber vermutlich das Gleiche, ja, sage ich jetzt einfach mal so. In Kürze heißt bei guten Projekten ein paar Monate. Ja, sie schreiben tatsächlich hier von Wochen und das ist so ein bisschen der Anker, den man auswerfen kann, wenn man mag, ja. Also ja, ich bin mal gespannt, was das kann. Hier nochmal reingucken. Die kostenlose Alternativen. Was ist das denn? DJ Noran, grüß dich. Also so von den Schreibern her und von den Trailers macht das schon was mehr. Und da wir ja gerade auf Konsole da einfach mangels Alternativen wenig Chancen haben, ja, wenn wir da ein bisschen tiefer einsteigen wollen, dann begrüße ich halt einfach alles, was kommt. Und Just Flight ist halt einer der Entwickler, die normalerweise abliefern, wenn sie was machen. Und insofern habe ich da schon ein bisschen Hoffnung rein, ja, ob das dann unterm Strich wirklich so wird und alles passt, wird man sehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal, ich unterstelle Just Flight, dass sie abliefern. Das ist jetzt einfach mal meine schwere Hoffnung. So, dann blenden wir das hier mal wieder aus. Genau, da haben wir einen zweiten Punkt. Ja, genau, können wir auch gleich machen. Da muss ich nur mal ganz kurz gucken hier. Ich bin auf 6000 Fuß. Wo bin ich denn aktuell? Denn ich möchte natürlich hier auch ein bisschen reingucken, ab wann gehe ich denn auf eine andere Höhe. Ja, ab dem nächsten Wegpunkt können wir eigentlich schon runter auf 4000 Fuß. Da vorne kommen noch ein paar kleinere Berge, die wir hier überfliegen können, müssen. Und ab Nidok gehen wir hier mal auf 4000 Fuß runter. Wie sieht es bei euch aus? Alles gut? Alle da? Alles. Jawohl. Sehr schön. Sehr stark. Das kann ich hier schon mal ein bisschen einstellen und vorbereiten. Gerade haben wir minus 2. Passt. Airspeed hält das sauber. Also das ist beim Vision Chat schon
sehr, sehr zuverlässig, ne? Das ist hier beim Mission Check schon sehr, sehr zuverlässig. Aber dankeschön für 100 Wollis, vielen Dank. Ich bin der neue Leithammel der zweiten Truppe. Gibt es ein paar, die zurückhängen? Jagt uns nach, okay. Aber dankeschön. United. Wird uns gleich einholen. So, die kostenlose Alternative hier, die Hans angibt, sucht den Community-Ordner scheinbar selbstständig, aber ist ausschließlich PC, ne? Das möchte ich nochmal erwähnen. Und im Sinn dann die Verkehrseinstellungen ändern, ja. Wegpunkt R206 gehen wir dann runter auf 2000 und dann findet man einen sehr guten Anflug auf Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei. Und dort werden wir unsere Zwischenlandung einlegen und wer möchte, kann natürlich da dann mit zusteigen. Ja? Das sei an der Stelle noch mehr wert. So, zweites Tool, was kommen wird, auch für Xbox, was auf dem PC schon länger vorhanden ist, aber jetzt eben angekündigt ist, auch auf Xbox entsprechend, auch in Kürze, keine Ahnung, können Wochen, können Monate sein, ist ein Tool von Aerosoft und zwar Pushback Pro nennt sich das. Das ist ein Tool, was natürlich gerade Airliner-Pilotinnen und Piloten ansprechen dürfte, denn dieses Tool ist dann voll integriert in die Toolbar oben und kann entsprechend mit eingebaut werden. Auch dazu habe ich, wo ist denn? Ich habe doch hier eine Seite gehabt. Ach hier, genau. Aerosoft Toolbar, Moment, das muss ich einblenden. Zack, da haben wir es. Das ist die Seite von Aerosoft. Also das ist auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ja, das wird auch kommen, auch für Xbox. Und auch das kennt man so auf Konsole bisher nicht. Ein Pushback-Tool, Pushback Pro nennt sich es. Es gibt auch eine Free-Variante. Die wird allerdings nicht auf den Marktplatz kommen. Das ist ähnlich wie bei Flow zum Beispiel von Parallel 42. Das kennt ihr ja. Vermutlich, ja, das haben wir hier schon öfter mal thematisiert. Das Tool Flow gab es auch oder gibt es auch in einer kostenlosen Version. Auf dem Marktplatz schaffen wir es in der Regel aber eben keine kostenlosen Inhalte, sondern eben nur welche, die bei einem Preis von um die 4,99 dann losgehen. Und genauso ist es hier auch. Im unteren Teil der Seite wird hier auch nochmal die Freeware entsprechend erwähnt und was denn die Pro-Variante dann zusätzlich kann. Und hier. Ne? Xbox-Unterstützung, aber eben nur die Marktplatzversion, ist ja klar. Also wenn ihr euch das jetzt runterladet und nur auf Xbox unterwegs seid, dann bringt das nichts. Also da einfach warten, bis es wirklich dann am Marktplatz erscheint. Und das soll also auch in Kürze der Fall sein, heißt es. Wann das genau ist, weiß man nicht. Ich habe hier nochmal Daniel, dankeschön. Vielen Dank für dein Follow. Daniel, danke. Ich habe hier auch ein Video dazu entdeckt, beziehungsweise hier was gezeigt. Das lasse ich auch einfach mal so laufen. Ich gucke mal ganz kurz rein in meinen Flug hier nebenbei. Passt. Passt. Und was die Höhe angeht, ob der hier auch macht, was ich möchte. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Ich gehe gerade runter auf 4000 Fuß. Wir halten die 220 Knoten. So, gut, 2 Minuten geht das. Ja, hier seht ihr, ne? Also da kann man dann wohl ein entsprechendes Fenster aufmachen mit diesem Tool und kann dann
verschiedene Pushbacks anfordern, den Weg entsprechend definieren und Angaben machen. Ich kenne es auch vom PC her nicht. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, auch hierzu. Gerne Feedback, falls ihr das am PC schon nutzt. Ja? Was ihr davon haltet. Denn das wird hier mit 9,95 € angegeben auf der Homepage. Und ich gehe mal davon aus, Roy, dankeschön für 100 Wallis, dankeschön. Und ich gehe mal davon aus, dass das also um die 10 € dann auch am Marktplatz kosten wird, sowohl für PC als auch Xbox, sobald es am InSim-Marktplatz dann eben ist. Stand jetzt ist es für den PC in einer kostenlosen Variante erhältlich und eben für PC stand jetzt auch in dieser Pro-Variante bereits jetzt schon verfügbar. Und es kann ja sein, hat das vielleicht schon jemand? Gerne mal Feedback, falls jemand im Chat dabei ist, der sich mit diesem Tool bereits beschäftigt und es aktiv nutzt. Trailer lassen wir hier noch gar durchlaufen. Bevor wir nochmal runterscrollen, ich würde gerne nochmal in die Unterschiede der Freeware und der Payware-Variante reingucken. Ja, und das macht natürlich dann Sinn, wenn ihr, wie gesagt, viel mit Airlinern unterwegs seid und hier weniger mit den kleinen Maschinen oder Helikoptern unterwegs seid, ja. Available now heißt sie. So, es ist auch gesagt, aber eben aktuell die Homepage und für den PC gibt es da irgendwo eine Angabe, wann das kommt. Kurz überfliegen. Ja, es ist kompatibel zu VR auf jeden Fall auch und zu Xbox-Controllern. Also das ist, glaube ich, schon fertig und muss einfach nur noch durch die Zertifizierungen, durch die Mühlen von Microsoft quasi durch, bis es auf den Marktplatz kommt. Das ist ja oftmals das Hemmnis, ne? Dass es dort eben mehrere Wochen eigentlich fertig ist, aber durch diese Schleuse einfach nicht durchkommt. Sanvio ist jetzt im Supporters Club. Herzlich willkommen, Teil des Supporters Club Sanvio. Vielen Dank. Mal gucken, war das eine verschenkte Mitgliedschaft oder bist du direkt rein? Sehr stark. Herzlich willkommen im Supporters Club Sanvio. Dankeschön. So, pass auf, die Pro-Variante, da war ich jetzt hier gerade. Pushback Audio ist da mit dabei. Lalalala, gute Xbox-Unterstützung dann. VR-kompatibel ist auch die Freeware nicht, sondern nur die Pro-Variante. Was haben wir hier noch? Stimmen des Bodenpersonals werden in der Pro-Variante wiedergegeben. In verschiedenen Sprachen und Akzenten sogar. Das ist ja krass. Mein Gott, wie viele Dateien müssen da hinterlegt sein, dass du dann beispielsweise an einem regionalen Airport in irgendwo einen gewissen Akzent einfach mit drin hast. Das ist schon sehr detailliert dann, ne? Visuelles Feedback vom Tool. Lalalala. Und hier unten noch mehr gut Produktsupport und so weiter. Verschiedene Konnektivitäten noch mit dabei. Ja, ich finde es spannend. Ich finde es tatsächlich spannend. Und wie gesagt, soll also auch in Kürze kommen die Aerosoft Toolbar Pushback. Marktplatz. Mal gucken, was das dann kann. So, dann schließen wir hier das Fenster mal und die Themen rund um die Development Updates, würde ich sagen, packen wir dann in den zweiten Teil. Ich will das auch nicht immer zu überladen, denn ich will euch natürlich auch sehen hier, wenn ich ständig in meinen Vorlagen unterwegs bin, dann sehe ich ja nichts vom Flug. Was habe ich denn für eine Höhe schon? Bin ich schon auf den 4000? Jawohl, wir sind auf den 4000. Und ab dem Weg von R206, der da jetzt dann kommt. Mal gucken, haben wir nicht mehr weit, ne? Jetzt kommt er hier noch. Und dann sind wir auf der R206 Richtung. Und dann geht es schön langsam, aber sicher in den Anflug auf den Airport in Bratislava. Und zwar den MR Stefanica. Das ist der LZIB. Alle Details, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und wer dann ab diesem Zeitpunkt vielleicht mit einsteigen möchte, um mitzufliegen,
soll sich hiermit recht herzlich eingeladen fühlen. So, jetzt gucke ich mal rein in den Chat, was ist bei euch so los? Mix Mox, schönen guten Morgen! Nach Auswärtsfrühstück wieder zu Hause. Auswärtsfrühstück. Das klingt auch nach einer. Ich sag's nicht. Wieder zu Hause. Steigt bei LZB ein. Sehr gut. Sehr guter Plan. Wie gerade erwähnt, ne? Sehr gut. Außerhalb Bratislava gibt es eine Burg, das ist richtig, genau. Es gibt auch ein paar Sehenswürdigkeiten und so weiter, aber dadurch, dass wir ja heute mit einer höheren Geschwindigkeit unterwegs sind, werden wir uns denen jetzt nicht so im Detail hingeben tatsächlich, sondern dann straight von Bratislava aus wieder weiterfliegen und kurz darauf Österreich erreichen. So, Nico wechselt dann auf die F22. Da wird es dann auch brachial. So, die Serverprobleme sind scheinbar immer noch da. Martin schreibt hier und Patrick, dass die Darstellung der Mitfliegenden jetzt wieder weg sei. Ah, ich hoffe, das gibt sich jetzt dann bei euch. Ich gucke mal nochmal so in die Runde, aber ja, das sieht bei mir aus wie gewollt. Fühle mich mittendrin. Und das sind alle da. Soweit ich das beurteilen kann. Natürlich habe ich jetzt hier nicht den Überblick über alle Mitfliegenden, aber ja, es sieht auf jeden Fall nach viel aus. Und jetzt wirklich jeder einzelne dann zu sehen, das ist auch ziemlich ganz vollkommen, ist ja klar. So, Max, grüß dich. Max schreibt so, ja, ich habe die kostenlose Version, ist eigentlich sehr gut. Die Pro-Version ist noch besser, aber lässt meinen Sinn manchmal abstürzen. Super, vielen Dank für dein Feedback. Also ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, ne? Und ich glaube, für einen Zehner, wenn man davon dermaßen profitiert und es auch aktiv nutzt, dann kann das schon sehr interessant sein. Xbox-Version, ne? Das kann gut sein. So, viele 1060 unterwegs, ja. Auch schon wahrgenommen hier. Ja, nochmal Serverwechsel, Martin, das kann auf jeden Fall was helfen. Ich stelle jetzt hier schon mal ein, denn wir gehen jetzt gleich auf 2000 Fuß runter. Jetzt schon anfangen und einleiten. Ganz langsam und geschmeidig, denn es bleibt jetzt hier relativ flach, ne? Bis zur Zwischenlandung. Da kann nichts weiter passieren. Fangen wir schon mal an, langsam aber sicher runter zu gehen. Und was habe ich jetzt hier gerade noch gelesen? Moment. Wir fliegen zu viert und ab und an blocken die anderen auf, schreibt Patrick. Das ist natürlich blöd, dass das hier mit dem Server schon wieder irgendwie so hinhaut. Ich drücke euch die Daumen, dass das jetzt dann ab der Zwischenlandung besser wird. Wir sind nicht gleich da.
überfüllter Flughafen, das kann natürlich auch passieren. Und vor allem, wenn wir jetzt so in die Nähe des Flughafens kommen oder Bratislava allgemein, da ist natürlich wieder mehr Traffic allgemein vielleicht dann auch wieder. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, ne? Europa Westen sind wir, Max. Europa Westen ist eingestellt. Genau, auf 2000 Fuß runter habe. Sieht's aus. Der Microsoft Flight Simulator, der hängt bei mir schon seit einigen Minuten statt Roy. Okay, also ich drücke uns die Daumen, dass wir gut. Dass wir gut durchkommen. Was halte ich von der neuen Libelle, fragt United. Ich kann es dir tatsächlich noch nicht sagen. Ich habe das Teil weder installiert, noch bin ich es dann natürlich infolgedessen geflogen. Insofern kann ich dazu leider noch nichts sagen. Und also ich finde es gut, dass solche Crossovers kommen. Keine Frage. Aber ich bin nicht wirklich die Zielgruppe dafür. Das war auch schon bei dem Halo-Teil nicht wirklich so. Den habe ich bis heute, und das war ja schon, keine Ahnung, ist das über ein Jahr her? Sicherlich, ne? Ich habe den noch kein einziges Mal installiert, dieses Halo-Teil. Und bin es bisher nicht, ich habe einfach, weiß ich nicht, nicht so den Zugang dafür. Und, aber nochmal, ganz, ganz klar betonen möchte ich, dass ich es gut finde, dass solche Crossovers kommen, denn wenn ich dann auch sehe, wie viele es nutzen und Spaß damit haben, dann ist das alles fein. Aber es muss natürlich nicht jedem gefallen und es muss auch nicht jeder nutzen. Und ich gehöre zu letzterem tatsächlich. Also ich werde das vielleicht mal ausprobieren, aber ich habe da jetzt nicht so den Zugang tatsächlich. Aber rein aus Interesse, wie sie es umgesetzt haben und so weiter, wollte ich mir eigentlich das Halo-Teil auch längst mal angucken. Weil man kann ja auch ein bisschen Rückschlüsse daraus ziehen, was sie vielleicht in Zukunft dann umsetzen werden können und so weiter. Von daher möchte ich mir auf jeden Fall den Dune-Inhalt schon irgendwann mal geben. Ist hammergeil, schreibst du hier, sehr gut. Also das steigert natürlich die Vorfreude. Auch nicht installiert, nicht realistisch. Ja klar, das ist dann klar, ne? Das muss man natürlich dann entsprechend mit... Das muss man mögen, ja? Da muss man ein Stück weit offen für sein oder halt auch nicht und sagen, pass auf, hab keinen Bock drauf. Ne? Da kann jeder machen, wie er möchte, aber rein Interesse halber möchte ich es mir auf jeden Fall schon mal anschauen irgendwann, um dann einfach zu sagen können, was kann das Ding überhaupt. So, und um jetzt hier mal ein bisschen zu gucken, was kann denn hier Bratislava, da vorne kommt schon die Landebahn, ihr seht es hier, oder auch nicht, hier, ne? Von daher gehen wir jetzt halt langsam schon mal ein bisschen, was die Geschwindigkeit angeht, weil wir sind immer noch mit den 220 Sachen hier unterwegs. Und gehen wir mal ein bisschen runter. Zum einen gehen wir mal ein bisschen schneller hier runter, was die Sinkrate angeht. Wir können die Karte schließen und wir können hier schon mal, was die Geschwindigkeit angeht, ich gehe mal schon mal so auf 150 Knoten runter. Ja? Wir nehmen schon mal ein bisschen Fahrt raus. Vor der Landung muss ich natürlich wieder, beziehungsweise beim letzten Wegpunkt oder nächsten Wegpunkt jetzt, muss ich leider eure Namensschilder wieder ausblenden, weil sonst wird es schwierig, die Landebahn zu sehen. So, da können wir noch mal ein bisschen reinlegen, ne? Und gehen vielleicht gleich auf 1500 durch. Viel. So. Die 150 schaffen wir die noch ohne Flaps? Ja, sieht gut aus. Auch steht da nicht sogar eine Geschwindigkeit mit unten? Ab 190, okay, kann ich die Flaps Stufe 1 ziehen. Also könnte ich auch jetzt schon. Muss aber gar nicht. Ne? So, und dann schau. Oh Gott, ist hier was los? Guckt ihr das an? Etwas stark. Ich muss eure Namensschilder jetzt leider mal ausblenden und den Chat auch ein bisschen aus dem Auge nehmen, denn ich komme natürlich gleich drauf zurück und steige dort ein, wo ich gerade ausgestiegen bin, was den Verlauf angeht. Aber ich möchte natürlich hier mal ganz kurz mich auf die Landung konzentrieren. Von daher blende ich jetzt die Namensschilder mal aus. Die Flugzeuge bleiben natürlich sichtbar. Und jetzt drehen wir hier gleich rein auf den letzten
Wir haben den letzten Wegpunkt gleich erreicht, den NAV-Punkt. Und sind jetzt hier schon auf unter 2000 Fuß, was das angeht. Und dann gehen wir hier mal, was die Geschwindigkeit angeht, vielleicht sogar auf 120 runter. Schalten die Landescheinwerfer ein. Na? So, jetzt müssten wir gleich reindrehen hier. Die 1500 haben wir gleich. Sieht gut aus. Was ist das mit dem Flaps-Eis von dem Display? Das kenne ich nicht. Was ist das schon wieder? Was ist denn das denn? Da wollen wir nur Sachen. So. Dann stellen wir den Flaps aber gleich wieder auf die Mittelstellung. Und die brauchen wir dann beim Abnehmen hier. Und so vergesse ich das. Ja, aber dann machen wir das natürlich. So, und wenn wir jetzt halt hier. Genau, da kreuzt sich jetzt hier die Startbahn. Und kurz danach auf der rechten Seite geht's raus. Ich sehe schon, da steht der ein oder andere auf der Wiese. Das sieht mir sehr nach der Stelle aus, die ich im Blick hatte.
Ein Stück weiter stehen dann zwei, drei Gebäude und ein ganz kleines und da sammeln wir uns an der Wiese. Sehr gut. So, ich bin jetzt rechts rausgefahren. Können wir dann schön hier durchfahren, ne? Genau, da fährt schon einer vor, ich weiß nicht, ob er zu uns gehört, aber da können wir dann schön vorfahren und wieder zur Startbahn finden. Und hier gibt es gleich, ne? Hier steht der Grill an dem Hütchen, das war der Platz, den ich meinte. Von daher, alles gut, hier sammeln wir uns jetzt. Ich blende schon mal über den Namensschilder wieder an. Und dann legen wir hier 5 Minuten Pause ein, bevor es weitergeht von Bratislava aus weiter Richtung Österreich nach Klagenfurt. So, Parkbremse rein. Alles andere stelle ich natürlich gleich noch mit ein. So, jetzt gehen wir die Drohnenansicht, damit ich einen Überblick bekomme, wo hier alles steckt. Einmal in den Schaukasten. Seid ihr da? Sieht gut aus. Jawohl. Guckt ihr da. Das sieht schon mal gut aus, oder? Der Superheld. Sind alles Superhelden hier. Sehr stark. So, wie lange darf man hier stehen? Und dann gehen wir mal auf den Pause-Bildschirm. Ich guck mal schnell einfach in den Chat, hat alles geklappt. Active Games, schönen guten Morgen, grüß dich. Steigt gerne mit ein in den zweiten Teil unseres heutigen Videos. Ich packe mal ein bisschen den Kuchen rein. So. In 5 Minuten geht's weiter, das hat Patrick geschrieben. Weintaxi, jawohl. Auch wenn ich keinen sehe, heute gibt es eine typisch slowakische Spezialität vom Grill. Dazu gratis ein Glas Milch zu geben. Endlich zieht sich hier Pröstchen. Wunder ist mit dabei, grüß dich. Unsichtbare Wand. Stand doch auch wieder Flugzeug senkrecht. Ach, war das der Punkt, den ich hier im Anflug wahrgenommen hatte? Kann das sein? Das kann vielleicht sein. So, ganz kurzes Päuschen. Ich lasse das hier einfach mal so stehen. Noch. Und dann sehen wir uns gleich zum zweiten Teil. Holt euch ein Kaltgetränk und so weiter. Ne? Und dann geht's weiter. 2-3 Minuten, bin ich zurück. Bis gleich.
Freunde. Sieht's aus. Was haben die denn hier? Development Updates. Genau, da gab es ja ein paar. Also ein paar, drei insgesamt, ne? Seit dem letzten Event. Und da schauen wir uns natürlich auch noch ein bisschen was dazu an. Im zweiten Teilstück. Aber was ich mir auch mitgekriegt habe, was ich unbedingt erwähnen wollte, vielen Dank für den tollen, das tolle Feedback zum Flight Deck. Ja, zu meinem Video vom Flight Deck. Das hat, also in, wenn man die Zeit anguckt, was da Klicks drauf sind und so, das ist verrückt. Das ist verrückt. Active Games, Dankeschön. Schon 23 Monate, mach weiter so. Dankeschön. Active Games, vielen Dank, sehr stark. Für deinen Support über den Support des Club. Sehr stark. Also vielen Dank für das häufige Gucken und Kommentieren eben auch unter genau diesem Video zum Flight Deck da oben steht. Ja, muss ich mal am PC weiter verfolgen, das ganze Thema. Schade, dass es nicht auf Xbox verfügbar ist. Ne? Das ist halt echt sehr, sehr schade. Aber ja, man wird sehen. So, was wir auch sehen werden ist, dass ich jetzt hier erstmal wieder zurückspringe in mein Cockpit. Einmal hier. So, und dann schauen wir mal. Was hat man hier noch gut nach der Zwischenlandung? Ja, gibt es wieder verschiedene Wegpunkte, wo wir dann hochgehen. Ich stelle mal 4000 Fuß ein für den Start, denn wir werden jetzt im zweiten Teil unsere maximale Flughöhe von 8000 Fuß erreichen. Wir gehen hier einmal auf 4. Und stellen das hier schon mal zurecht. Und wieder mit 600 Fuß hoch. Und die Geschwindigkeit stellen wir wieder auf 220. Das bereiten wir schon mal vor. Und dann können wir langsam aber sicher wieder zum Startpunkt rollen. Hup, hup, hup. So, haben wir das auch. Sehr schön. Sehr schön. So, 220 Knoten. Der Rest ist ja noch wie gehabt. MC Anti zieht schon die Runden da oben. Sehr cool. So, dann machen wir die Musik mal wieder aus. Noch eine Minute warten, ja klar, also wir werden hier jetzt, ne, am besten lädst du dich, wenn du jetzt neu lädst, auf die Startbahn 22, denn von der aus werden wir jetzt gleich starten. Auf die 22 dich direkt platzieren am besten, denn da rollen wir jetzt hin und bis wir dort sind, bist du auch da, also ja, kein Stress. Bratislava befinden wir uns. Alle Details, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und ich mache jetzt schon mal Folgendes. Ich roll hier langsam schon mal los. Die ersten sind schon unterwegs. Sehr gut. Schon mal langsam Schub geben. Und dann rollen wir hier mal rüber. San Dio, dankeschön! Für 100 Wollis. So, da kreuzen wir jetzt hier nochmal die Startbahn, ne? Ist klar. Und dann rollen wir da schon mal vor und sammeln uns da aber erstmal, ne? Also, alles in Ruhe. Aber dankeschön! Ich schalte mal schon mal auf Vollbild, sonst vergesse ich das nur wieder. Ihr wisst das, ne? Und ich starte mit meinem Vision Chat jetzt von der Stelle aus, wo wir hier rauskommen, ne? Aber dankeschön! Boah, da zieht aber einer durch hier hinter mir. Ein bisschen zu schnell, aber okay. Genau, wir rollen Enzi hinterher hier, ne? Hinter zum Mixmox, den ich hier gerade namentlich sehe.
vorne sammeln wir uns jetzt erstmal, ne? United schwebt schon. Er schwebt überall. Kommt hier ran. Sehr cool. City steht auch schon da hinten. So, ich stelle mich einfach irgendwo dazwischen, ne? Ich stelle mich einfach irgendwo dazwischen. Hier so drehe ich mal bei. So, wie gesagt, macht das keinen Stress, ne? Wir parken jetzt hier erstmal noch ganz kurz und sammeln uns. Ich gucke nochmal rein in meine Einstellungen, ob das alles gepasst. Checkt nochmal euren Treibstoff, ne? Ob ihr da irgendwas braucht. Also mit dem Traffic vorhin hat man sich tatsächlich mega verwirrt, ne? Aber stark, dass das geht, ne? Was ist das jetzt wieder an? Moment. Direkt mal auf Standby hier. Warum ist das wieder an? Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt nochmal geguckt habe, aber gut war es, ne? Da nochmal reinzuschauen. So, die Map ist an. Parking Brake ist an. Ist aktiv, ist ja klar. So, Flaps auf 15 Grad, 12% Drehung. Da weiß ich jetzt gar nicht, womit ich vorhin losgeflogen bin. Wie viel Grad haben wir hier? 10 Grad plus, also ja. Das wird jetzt aber dann gleich natürlich wieder etwas weniger werden. Und ich sehe schon, ihr orientiert euch gerade alle. So muss das. Sieht gut aus. Landescheinwerfer sind an. Sehr gut. Also, erstmal sammeln hier und in der Weile gerade nochmal den Chat rein. Ich sehe euch gar nicht, was? Moment, du siehst uns nicht. Aber alle Spieleinstellungen sind doch Richtung Server. Europa Westen, ja, sind wir. Immer ein Stück hoch. Schweinsachse gibt es heute hier leider. Haben wir uns wirklich noch sehr gut. Zum Sack bereit. Das ist immer das Beste, was wir machen müssen. Eben vom Punkt ist zu langsam. Ich meine, es gibt auch was ab, ja, aber ja. Wenn du schreibst. So, Martin hat einen Neustart gemacht. Das ist so komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, Martin. Wie ist es bei Kaffee-Telefonen geblieben, ne? Wie ist es bei Kaffee? Ich weiß nicht, wie das geht. Jeder damit aufziehen. Und das war nicht an dich gerichtet irgendwie. Ich war einfach nur allgemein, ne? Ja. Aber ja, guck einfach mal nach. Schnelles Fahren hat doch keine Vorteile. Hatte nie von. Ja, ist wohl dann grenzwertig, ne? Sehr stark. Ich werde den Flug nachfragen, ich aber später noch nachgucken. So, Patrick sieht auch noch viel durch. Aber da ist Martin eben auch mit dabei, ne? Peter und Marco. Komisch. Kann ich wirklich schlussfolgern, woran das liegt. Peter eben auch. Also ihr seht euch untereinander scheinbar, aber jeder nur eben diese genannten. Das ist seltsam. Die VIP-Truppe, so sieht so aus, das Ding, genau. Der Druck hat sich gelohnt. Okay. So, wie sieht's aus, Leute? Das sieht mir doch ganz okay aus hier, oder? Das sieht mir doch schon mal ganz okay aus. Ich glaube, ihr habt Bock und seid bereit. Kann das sein? Gebt mir mal bitte ein Go in den Chat für den zweiten Teil unseres 72. Community Events. Wir starten in Bratislava und fliegen weiter nach Österreich, genauer gesagt nach Klagenfurt am schönen Wörthersee. Zum Airport LOBK, wo wir dann auf der 28R runtergehen. Wie gesagt, wer jetzt erst einsteigt, alle Details findest du
wie immer unten in der Videobeschreibung. Ein Hinweis von Sisu, habt ihr eventuell auch Freunde gestellt? Also, ich glaube, es hat schon niemand geschrieben hier, auf alle Spieler gestellt, ne? So, geht in die los. Mach mal ruhig. Ich bin da. Hyundai, ready for takeoff, sehr gut. Max hat auch ein Goal. Viel Zeit ready. Okay, alles klar. Dann Startfreigabe hier mit erteilt. Guten Start erstmal an der Stelle. Ich gebe jetzt Schub und wir heben ab und nehmen Kurs auf Klagenfurt. Auf geht's. Stellen wir mal auf die Nullstellung, ne? Macht Sinn. Und haben wir hier alles richtig? 4000 Fuß, 220 Knötchen. Jo. Sieht gut aus. Sehr schön. Die ein oder andere Brücke wird mitgenommen, sehe ich gerade. Richtig so. Völlig richtig so. See. Der ist relativ groß, das ist der größte See, den wir heute überfliegen. So, Harpe schreibt, auf welche Höhe gehen wir jetzt? Jetzt erstmal auf 4000 Fuß tatsächlich. Auf 4000 Fuß und ab dem Wegpunkt WG602 gehen wir auf 8000 hoch. Ja, aber jetzt gehen wir noch nicht so hoch, damit wir vom See noch ein bisschen was mitbekommen. Windräder und so weiter gibt es hier auch, ne? Also schöne Ecke hier auch und wenig bergig und so weiter, von daher ganz entspannt. Gleiche wie immer, Mist, okay. Dachte ich, nach den ganzen Updates, ich habe seitdem nicht mehr geguckt, ne, hätte sein können, dass man jetzt hier mittlerweile irgendwas machen, ne, oder? Ne, ist die Temperaturkontrolle dahinter, ist gefährlich, ne? Hier. Der hier war. Also da geht einfach der Spot durch. Ne? Da muss man aufpassen. Also hier kannst du nichts machen. Ich lasse ihn trotzdem mal runtergeklappt. Da vorne müssen wir irgendwo schon den Ziel vielleicht erkennen. Ach, da vorne kommt er noch. Fliegt noch direkt drauf zu. Was wollen wir denn mehr? So, wir haben die Außenansicht. Das heißt, pass mal auf, die Landescheinwerfer sind noch an. Machen wir mal aus. War
Fahrgestell passt, Flaps passt, nur ganz kurz durchchecken. Wie viel Grad haben wir jetzt hier? 4 Grad. Das ist auch. Einigermaßen kompliziert, beziehungsweise komm, wir setzen uns mal nach hinten. Start gehabt, sieht gut aus. Zoomen wir noch ein bisschen raus, maximal. Wer möchte, kann ja auch Slalomflüge hinlegen, ne? Zwischen den Haymax sieht mir so aus, als nee, geht geradeaus rüber. Ich dachte schon, ihr nimmt hier Maß und geht in Slalom mit den mit den Windrädern. Und da vorne kommt jetzt unser See. So, was geht im Chat ab? Oh, wer war das denn? Chengi! So, was mit dem Truck? Was wird hier diskutiert? Wo steigen wir jetzt? Ja, die 4000 Fuß, ne? Das ist wahrscheinlich eine Frage von vorhin noch. Unter zwei Brücken tatsächlich mit einem Truck kollidiert. Was? Deswegen, Truck. NC, was ist da passiert? Bist du schon wieder da? Flymike sehe ich. Da hinten kommt NC angeflogen. Sehr gut. Also ich glaube, ich habe die 4000 erreicht. Kann das sein? Ja, sieht gut aus. Und Nick will es auch wissen da vorne. Oder da oben, oder da zusammen mit United. So, 4000, okay, ja, genau so sieht's aus. Kamsik Tower? Also war das tatsächlich ein reeller Turm? Jetzt sehe ich ihn natürlich nicht mehr, da hinten bei Bratislava. Hier kommt jetzt ein bisschen Wolke und so. Aber jetzt passt schon. Solange ich euch gut sehen kann, ist das alles gut. Auf 8000 Fuß gehen wir dann später hoch, genau, und zwar am Wegpunkt WG602. Ich blende mal die VFR nochmal mit ein. So, der WG602, der kommt dann, können wir schon mal ein bisschen gucken. Ja, der kommt erst hier vorne, ne? Da können wir jetzt ganz entspannt auf 4000 bleiben. Hier kommt der WG602. Boah, jetzt hatte ich schon mal ganz kurz Puls, weil ich hatte jetzt einen Lag von circa 2 Sekunden oder so, wo sich nichts mehr bewegt hat hier bei mir auf dem Bildschirm. Okay. Sind wir scheinbar gut durchgekommen. WG602, da gehen wir dann auf 8000 Fuß hoch, denn hier kommen wir dann langsam in den Bereich rein, wo es wieder sehr, sehr bergig wird. Insofern alles gut. Und bis dahin schauen wir jetzt mal in die Development Updates rein, würde ich sagen. Ich gehe hier wieder auf GPS, damit wir uns hier entsprechend gut orientieren. Und dann gehe ich in die Cockpit-Ansicht zurück und setze mich wieder auf meinen Pilotenstuhl. Hup, hup, hup. So, 4000 Fuß bei 220 Knoten. Passt, die Map lasse ich offen, damit ich mich hier gut orientieren kann. Wieso sehe ich keinen mehr? Seid ihr noch da? Ja. Oh, aber guck mal. Wird mir nicht mehr alles angezeigt. Doch, jetzt kommt ihr zurück. Ja, also mit den Servern und so, ne? Das ist halt doch ein bisschen tricky. Jetzt wieder weg. Jetzt wieder da. Hm. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Ich dachte es mir gerade, weil vor mir keiner mehr zu sehen war. Und das ist ja eigentlich untypisch. Weil ich normalerweise nicht wirklich immer zwingend vorwegfliege. Ja, mal gucken. Es wird hoffentlich stabil, einigermaßen stabil bleiben. So, jetzt gucke ich nochmal rein zu euch in den Chat. Wieder alle da, schreibt Ralf auch. Hatte ich eben auch, schreibt sie so. Sehe auch keinen mehr bei Pilotenwelt. Jetzt waren kurz alle weg. 10 Sekunden hat es gedauert, ja. Bei mir genauso, ne? Bei Haki sind immer noch alle weg. Ich hoffe mal, es wird sich gleich wieder mal sehen.
werden sehen. Wir werden sehen. Ich drücke uns die Daumen. So, jetzt sind wir hier entsprechend über dem Einsiedlersee unterwegs und unterwegs und ich gehe hier mal gerade auf meine Development-Themen, die ich, wie ihr es ja kennt, zu den Community-Events mal ganz kurz darauf eingehen möchte, denn es gab ja zwei, drei Punkte im Endeffekt und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Ich blende euch das mal ein, mache das Fenster hier auf, die Maus ist jetzt auch da, sehr schön, und dann bin ich hier auf der Seite mit diesem Screenshot, der eigentlich auch schon veraltet ist. Ich weiß nicht warum, das ist die aktuelle Seite der Development Updates. Ich habe alles über den Browser auf Deutsch übersetzen lassen, das ist manchmal ein bisschen hakelig, aber trotzdem vermutlich angenehmer, das Ganze zu verfolgen. Ich gehe da mal chronologisch jetzt vor, denn das letzte Update war hier am 1. Februar, das wir noch besprochen hatten. Aber ich werde mich hier natürlich jetzt nicht ewig mit allen Themen aufhalten, sondern ich möchte einfach nur mal ganz kurz die wichtigsten Parts aufgreifen. Und wenn ihr da Ergänzungen in der Sache habt, dann schreibt es mir gerne in den Chat. Ich gucke da natürlich immer parallel mit rein. So, Roy, Dankeschön für 100 Wollis. Vielen Dank. Los geht's also am 8. Februar, das hatten wir hier jetzt noch nicht mehr dabei und das wäre jetzt so das erste Thema, das habe ich hier dann auf einen weiteren Reiter bereits gelegt und geöffnet und da wird natürlich nochmal auf das aktuelle Update 15 eingegangen und auf die Vorbereitung dahingehend und das war sogar noch vor Veröffentlichung des Beta-Tests, ja? Also ganz kurz davor. Viele oder der ein oder andere von euch ist im Beta-Test natürlich schon mit drin, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Beziehungsweise, weil ich es hier gerade sehe, also wer sich für erste Eindrücke aus dem Beta-Test interessiert, aber selbst nicht daran teilnehmen möchte oder kann, der kann sich auf dem Kanal vom lieben Enzi mal einen ersten Eindruck geben, denn er hat gestern einen Livestream veranstaltet über verschiedene Themen, wo er sich mit dem Sim-Update 15 beschäftigt hat. Unter anderem, weil ich es eben jetzt hier gerade lese, das Garmin G3X Touch von Working Title. Das soll ja jetzt komplett überarbeitet sein und erste Eindrücke kann man eben in der Beta sich schon holen, denn dort wird ja dieses neue Garmin genutzt. Und wer da mal einen Blick drauf werfen möchte, der kann sich gerne auf letztes Video beziehen. Du kannst gerne auch noch mal was dazu schreiben hier in den Chat, Enzi, wie es genau heißt oder so. Dann kann oder ja, dann kann der ein oder andere, wenn er möchte, sich das mal reinziehen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du da schon das ein oder andere zeigst. Auch darauf kannst du gerne mal was schreiben jetzt hier in den Chat, was du da genau zeigst, damit der ein oder andere vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Ich nehme selbst an der Beta nicht teil, da ich mir das System hier relativ sauber halten möchte, was die Xbox-Variante angeht, sodass ich nicht in irgendwelche Konflikte komme mit Neuinstallationen, Ausfällen und so weiter. Dadurch, dass ich ja 14-tägig hier Community-Events veranstalten möchte, möchte ich mir dann zusätzlich irgendwelche Hürden in den Weg legen. Deswegen warte ich lieber, bis es offiziell raus ist und nehme nicht an der Beta teil. Was kam noch hier am 8. Februar? Und zwar natürlich war Lunar New Year, da gab es ein kleines Video dazu, wo es ein Feuerwerk gab. Und was hier auch noch kam, und das ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Maschine, ist von A2A Simulations die Comanche 250, die jetzt auch auf Xbox verfügbar ist. Ich habe mir die Maschine noch nicht angeguckt im Simulator, ich habe sie aktuell auch noch nicht. Die liegt bei 50 Euro tatsächlich Kaufpreis am Insim-Marktplatz und soll aber in Sachen Umsetzung richtig, richtig gut sein, was man so hört und liest. Also wer da Interesse dran hat, beziehungsweise das über den Chat hier bestätigen kann, der möge gerne einen kurzen Kommentar da lassen und eine Einschätzung dazu geben, sowohl auf PC als auch am Mix auf Xbox, wie das so die Wahrnehmung einfach für euch ist, was diese Maschine angeht. Manche 250 seit dem 8. Februar hier erhältlich ist. Ansonsten gab es natürlich wieder neue Inhalte, die wir kennen, ja, wo ich jetzt auch nicht weiter kurz drauf eingehen möchte. Und
eigentlich direkt zum nächsten Punkt übergehen möchte, denn diese Sachen sind eigentlich ja schon 3 Wochen alt und auf dem Inselmarktplatz sicherlich schon das ein oder andere Mal euch aufgefallen. Der nächste Punkt war dann hier an einem Dienstag, und zwar den 13. Februar, kam eben dann die Dune-Erweiterung und damit einhergehend dann der kostenlose Part mit der Libelle, die wir vorhin schon mal ganz kurz im Chat hier bzw. allgemein hier erwähnt hatten. Und auch dazu gab es natürlich eine eigene Seite hier. Wie gesagt, ein kostenloser Zusatzinhalt, den ihr euch ziehen könnt. Damit einhergehen waren natürlich auch generelle Updates der gesamten Simulation, kleinere Updates, die jeder machen musste. Diesen Zusatzinhalt findet ihr auf dem Marktplatz kostenlos und könnt ihn euch aber dann erst installieren. Das geschieht nicht automatisch. Und aber wie ich gerade schon im Chat entnommen habe, sind da einige schon unterwegs und haben es ausprobiert. Da gab es natürlich auch einen Trailer mit dazu. Gucken wir uns jetzt nicht im Detail an. Ne? Aber ja, das war am 13. Februar dann der Fall. Und darauf im Anschluss kam dann das neueste Development Update vom 15. Februar, also in der gleichen Woche, als Entwickler Update. Und hier wurde dann auch nochmal auf die Dune-Erweiterung eingegangen, dass es die eben gab. Und da müsste jetzt an und für sich schon der Beta-Test veröffentlicht sein. Lass mal ganz kurz reinlesen. Ja, genau. Erste Testbild veröffentlicht zum Sim-Update Nummer 15. Da kam es dann also quasi schon raus. Damit einhergehend natürlich auch wieder ein Marktplatz-Update. Hier wird nochmal auf die Dune-Erweiterung eingegangen. Und aber ansonsten kam noch nicht so viel, ne, was den Sim-Marktplatz angeht. Mal ganz kurz die Besiege im wahrsten Sinne. Aber da ist jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich mich mal im Detail groß drauf eingehen muss. Es gab natürlich auch wieder Updates zu bereits bestehenden Produkten. Hier steht dann auch immer dabei, für was, also für welche Plattform, ob es für beides gibt oder eventuell dann nur für eines. Jetzt hier zum Beispiel nur auf PC. Ne? Das steht hier ja immer sehr schön mit dabei. Delivery-Pakete und so weiter, entsprechende Updates. Und dann gab es jetzt ganz frisch eben mit einem entsprechenden Screenshot am 22. Februar, also vergangenen Donnerstag auf Freitag, ist die Screenshot-Challenge mal wieder, ne, wo dann natürlich jemand gewonnen hat, der das mit Video in Verbindung gebracht hat. Aber was mir jetzt eben wichtig war zu wissen, ist, dass am Freitag, und da hat sich vielleicht der eine oder andere gewundert, ein generelles Update eben kam für den Microsoft 13, ein kleines Update. Und da wurden bereits die ersten Inhalte des World Hub Tools integriert. Ja? Ihr wisst, das World Hub Tool ist ja ein Tool, mit dessen Hilfe man zum Beispiel Airports nochmal nachbessern kann, wo die Community aktiv daran teilnehmen kann, um Inhalte zu integrieren, die bisher fehlen. Ja? Und da gab es bereits den ersten Patch, der eben diese Inhalte mit integriert, und zwar für alle. Ja? Insofern schon ein sehr interessanter Punkt. Und das sind auch die Kisten, die wir allgemein nochmal erwähnt, dass es hier bereits erste Updates gab und auch hier der Test gut voranschreitet. So, was gab es an zusätzlichen Inhalt? Ja, Jörg ist scheinbar auch mit der Libelle geflogen. Gibt es einen Twitter- oder X-Eintrag dazu. Und das Marktplatz-Update ist hier auch wieder einigermaßen überschaubar. Jetzt wollte ich nochmal gucken, ob hier eventuell von den vorhin genannten Tools schon irgendwo was auftaucht. Das sehe ich aber jetzt auf den ersten Blick nichts. Doch hier, FS Traffic Shop. 34,99, das ist das, was ich vorhin gezeigt hatte. For Just Flight. FS Traffic, was in Kürze, und hier ist aber auch schon wieder das Xbox-Symbol. Also das ist doch hier eigentlich, ich bin auf der aktuellen Homepage, ne? Ist das schon verfügbar? Ich habe gar nicht geguckt. Aber sie schreiben ja in Kürze, ne? Das wäre mal interessant. Da muss ich im Anschluss mal auf den Marktplatz gucken. Ich sehe das doch richtig hier, ne?
Xbox und PC. Oder ist es einfach wieder ein Marktplatzfehler? Wäre nicht der erste. Kann sein, dass das eventuell hier falsch dargestellt ist. Aber laut diesem Eintrag hier sollte es eigentlich... Ne, drunter steht ja hier. Guck mal, neu auf PC. Ja, gleiche Fehler wieder. Ist ein bisschen irreführend, finde ich. Also, es wird wohl so sein, dass es aktuell nur auf dem PC verfügbar ist, aber in Kürze, ne, was auch immer das heißen mag, soll es auch für Xbox kommen und das wird, denke ich, ein interessanter Punkt sein. 35 Euro ist natürlich auch ein ordentlicher Preis, den die da aufrufen, aber das sollte, denke ich, mal im Blick behalten werden. So, kam also hier schon jetzt vergangene Woche, oder diese Woche, muss ich sagen, ne, jetzt am Freitag mit den aktuellen Inhalten. So, dann gab es noch ein paar Updates. Gehe ich zumindest von aus, hier unten, genau, die Comanche 250 ist auch schon mal dabei. Bin mal gespannt gleich, was ihr so in den Chat geschrieben habt. Und der H125 von Cone Simulation hat auch ein Update bekommen. Auch da könnte ich mal gucken, was da die Details von sind. Ja, interessant. Und das hier ist noch offen. Okay, ja, also, so viel zu den Development-Updates. Da kommt wieder einiges auf uns zu. Und ja, Sim-Update Nummer 15 ist natürlich das, was über allem schwebt aktuell. Und was natürlich dann die nächsten Wochen und Monate mit Sicherheit bestimmen wird. So, okay, hab ich was vergessen? Ich glaube nicht. Die anderen Punkte haben wir erwähnt. Und dann sind wir wieder am aktuellen Stand, was die Development-Updates angeht, denn es ist ja doch so, jetzt seit in den letzten drei Wochen, dass das ein oder andere eben kam und ich lasse da ungern lücken von einem auf den anderen Livestream, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. So, jetzt schauen wir mal, wo sind wir denn in der Zwischenzeit, bevor ich in den Chat reingucke. Mal ganz kurz hier reingelinst. Wo haben wir gesagt, müssen wir dann auf 8000 hoch, ab dem G-Punkt WG602. Und da haben wir noch ein bisschen hin, aber nicht mehr weit. Guck mal, es bleibt der übernächste Wegpunkt. Und da vorne sehen wir ja schon, dass die Berge langsam hier aufploppen. Von daher müssen wir uns dann langsam aber sicher, was die Höhe angeht, ein bisschen daran orientieren. Und im Endeffekt auf die doppelte Höhe gehen. Jetzt schaue ich mal rein in den Chat, was haben wir geschrieben. Dazu gibt es einzelne Punkte. So, vielleicht sollten wir statt einem öffentlichen Flug mal den Gruppenflug testen. Gruppeneinladung muss hier. Ja, ich weiß nicht, ob das gibt es eine Begrenzung für Gruppen. Ich glaube, da gibt es eine Begrenzung, was die Anzahl angeht, Martin. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, den Punkt können wir nicht mal aufgreifen, ob es da irgendwelche Hürden gibt, die uns einschränken oder ob es eine Option ist. Ich fliege schon mal zu den Bergen zurück. Scheint so, als würde der FS2024 auch wieder erst ein Jahr später für Xbox-Konsolen erscheinen. Hast du da irgendeine Info, Sanfio? Weil Stand jetzt soll das ja zeitgleich passieren, ne? Hast du da irgendwie eine Quelle für oder wie, was lässt dich die Aussage so annehmen? Pilotenwelt sieht immer noch keinen. Also jetzt hat es bei mir auch gerade wieder geruckelt. Ich weiß nicht, irgendwie ist das heute ein bisschen schwierig. Ich gehe schon mal hoch auf 6000, damit wir gleich nicht so hart, beziehungsweise kommen. Wir stellen schon mal die 8000 ein. Wir stellen die 8000 schon mal ein und steigen langsam. Spricht doch nichts dagegen. 400 Fuß die Minute. So, jetzt schaue ich weiter rein. Was habt ihr noch geschrieben? Wie nimmt man am Sim-Update 15 teil? Also wenn du an der Beta teilnehmen möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung zu diesem Livestream den Link zu den Development-Updates und darüber findest du dann die entsprechenden Links. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch teilnehmen kann tatsächlich. Da wissen andere vielleicht mehr. Gerne mal Feedback dazu.
wie das denn aktuell ist, ob man jetzt noch teilnehmen kann an der Beta oder ob die Aufnahme hier schon zu Ende ist. Nicht verfügbar, hatte ich hier gefragt. United schreibt zu teuer. Ja, 35 Euro für den Traffic ist schon, das ist schon eine Ansage, ne? Finde ich tatsächlich auch. Nein, ist noch nicht, schreibt Pilotenwelt. Das war sicherlich an dem Punkt, als ich der Annahme war, dass es eventuell schon für Xbox raus ist, aber dann erst Runde den Text gesehen hatte. Die Symbolik sagt, es ist für beide Plattformen erhältlich. Drunter steht aber ganz klar nur für PC. Ja. Stand jetzt. So, Hans fragt, habt ihr mich auf dem Schirm? Alle weg? Moment, ich guck mal. Also ich meine, es wird auch mir hier nicht alles angezeigt. Nee, ich sehe dich tatsächlich nicht. Doch, da! Hans, da vorne bist du. Also ja, direkt vor mir. Die Comanche ist der Hammer, schreibt Kaboom, grüß dich, Kaboom. Der Phoenix A320 einfach genauso tief simuliert. Sehr empfehlenswert für Hardcore-Simmer. Sehr gut. Hartes Geruckel im VR, schreibt Hans. Stimmt, du wolltest ja jetzt. Oh, und jetzt bei ihm weg. Das war der Punkt vom Grad, ne? Wie lässt sich die Libelle mit dem Controller steuern? Fragt Martin. Kann ich leider nichts zu sagen. Wie gesagt, ich habe geschrieben. Die Comanche von A2A kann ich uneingeschränkt empfehlen. Schreibt Ihnen sie auch? Sehr gut. So, und hier nochmal zu dem erwähnten Video von Enzi. Das nennt sich Back to the Roots. Glaube ich, eines seiner aktuellsten, wenn nicht das aktuellste Video. In Chile mit der X-Karre so unterwegs. Und da geht es hauptsächlich um das Garmin G3 X-Touch. Converting Title und er zeigt da ein bisschen was zu aus der aktuellen Beta-Phase für Sim Update 15. Das nochmal an der Stelle. So, jetzt gehen wir zum aktuellsten Eintrag. 8000 Fuß reicht für die Berge, ja. Tatsächlich so. Mal gucken, wo bin ich jetzt aktuell? WG 602 habe ich mir vorgenommen, auf 8000 zu steigen. Habe aber jetzt hier vorher schon damit angefangen. Also irgendwie habe ich die VFR-Map auch im Verdacht, ja. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie rumdrücke oder auch von GPS-Ortung weggehe und wieder hin, vor allem beim Wiedereinklinken, habe ich hier Ruckler bei mir am Bild. Irgendwie ist die Leitung da heute ein bisschen dumm. Habe ich so den Eindruck. Tatsächlich. So, und da wir jetzt hier schon an der Stelle gleich sind, gehen wir hier mal ein bisschen zügiger hoch, was die Steigrate angeht, damit wir da keinen Stress gleich kriegen. Denn wenn ich hier abgelenkt bin mit Chat und so weiter, dann kann da schon mal was passieren. Ne? Hatten wir alles schon. Meine Güte. So. Höher gehen, ja, 8000 Fuß, genau so. Kaboom ist auch noch in der Gruppe, okay. Hey, bei Patrick. Also unter denen, die man sieht. Was hat denn Enzi hier in den Gruppenflügen geschrieben?
Buggy, Mengenbegrenzung. Okay, und unser Chaoshaufen lässt dafür die nötige Disziplin vermissen. Wie? Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, allein die Mengenbegrenzung ist natürlich so ein Killer-Argument, ne? Das ist natürlich so ein bisschen ein Killer-Argument. Und Sandy hat keine Infos weiter zu der Annahme, ob der 2024er vielleicht später kommt. Auf Xbox als auf PC. Also, da möchte ich keine Gerüchte streuen oder dergleichen. Meine Informationen sind die, dass das zeitgleich kommt. Und alles andere wäre eine Enttäuschung. Ich sag's einfach mal, wie es ist, weil dann muss ich mit Jörg mal telefonieren, weil das geht nicht. Das geht einfach mal nicht. Ja? Wir wollen hier plattformübergreifend zeitgleich starten. Punkt. So. Was wird hier noch geschrieben? Soll der vielleicht zum 2024er Update rauskommen? Weil es wäre ja mehrere hundert Euro an Add-ons verloren gegangen. Also nein, es wird kein Update in der Sicht, sondern es wird ein eigenständiger Flight Sim. Aber Inhalte, die du am InSim-Marktplatz, ja, und die Betonung liegt da, seit Microsoft am InSim-Marktplatz gekauft hast, kannst du mit rübernehmen. Ja? Es kann sein, dass von verschiedenen... Peter! Oha, was ist da? Was ist da los? Peter, Dankeschön für deine Donation. Zum einen, und was schreibst du hier? Moment, da muss ich mal schnell gucken. Auch wenn ich heute gefühlt nur mit Patrick und Martin unterwegs bin, macht es wieder einmal viel Spaß. Schöne Gegend und interessante Infos. Danke an dir. Vielen Dank, Peter, für dein Feedback und für deine Donation. Vielen lieben Dank. Kann man da ein Herzchen vergeben? Was ist das denn? Moment, ich klicke mal drauf. Geht tatsächlich? Das ist ja cool. Ist das neu? Weiß ich gar nicht. Man kann den Beitrag liken von Peter, also wer Bock drauf hat, ne? Sehr gerne. Danke, lieber Peter, dankeschön. So, das habe ich nochmal gelesen hier. Mit den Zusatzinhalten. Warte mal, habe ich das noch gelesen? Von Michael, genau. Wenn man auf den 2024er wechselt, bleiben die bisher erworbenen Zusatzinhalte von 2020 erhalten. Und ja, das soll so sein. Zum einen wurde aber ganz klar gesagt, dass es sich um die auf dem InSim-Marktplatz erworbenen Inhalte dabei handelt. Ja? Aber ist es nicht auszuschließen, dass das auch bei Drittentwicklern irgendwie über deren Homepage, wenn du was integriert hast, dann nicht funktioniert? Das kommt halt nur drauf an, vermutlich. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man sich seitens Microsoft wieder ein bisschen... ja, nicht rauswindet, aber halt entsprechend argumentiert, pass auf, wenn du deinen Inhalt nicht bei uns auf den InSim-Marktplatz bringst, dann liegt die Verantwortung auch nicht bei uns. Da kann es natürlich sein, dass sie den Ball in die Entwicklerhälfte schießen und sagen, du, wenn du möchtest, dass das funktioniert, dann komm doch auf unseren InSim-Marktplatz oder irgendwie so, ja, könnte ich mir vorstellen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, weil ich gehe nicht davon aus, tatsächlich, dass jeder Inhalt, den man für den 2020er gekauft hat, ohne weiteres dann auch im 2024er sofort funktioniert. Ich gehe schon davon aus, dass es den ein oder anderen Stolperstein da gibt, den man jetzt vielleicht noch gar nicht so wirklich auf dem Zettel hat, der dann halt einfach kommt nach der Umsetzung dessen. Könnte ich mir vorstellen. Aber auch da ist einfach Geduld gefragt. Wir sprechen hier über ein sehr komplexes Thema. Und man ist da auf jeden Fall auf Seite der Community und möchte das so umsetzen. Ob es an jeder Ecke und in jedem Punkt von Release an funktioniert, davon sollte bitte keiner ausgehen, weil dann ist die Enttäuschung einfach nicht so groß. Ja? Freut euch über alles, was funktioniert. Die Kernaussage besteht auf jeden Fall und darauf kann man sie dann schon irgendwann früher oder später natürlich festnageln, indem also gesagt wurde, jeder auf dem InSim-Marktplatz gekaufte Zusatzinhalt soll auch im 2024er Flight Sim funktionieren und alles andere wäre auch eine krasse Enttäuschung, ganz ehrlich, weil viele von uns haben da hunderte von Neuronen drin versenkt und wenn diese Inhalte dann im neuen Sim nicht funktionieren würden, dann wäre das schon ja so ein Totschlagargument, um sich das Programm vielleicht überhaupt zu holen, ja, weil dann bleibe ich halt beim 2020er und habe damit weiter Spaß, in der Hoffnung, dass auch dieser uneingeschränkt supportet wird. Werden wir sehen.
Aber ein ganz interessantes Thema auf jeden Fall. So, was lese ich hier noch? Ich gehe mal auf den aktuellsten Einsatz. Ah, hier lese ich Peter nochmal. Oh, sehr schön. 9 Däumchen. Bei Peters Eintrag. Dankeschön nochmal an dieser Stelle. So, United fliegt ausschließlich mit dem Velocity One Flight. Eine gute Wahl. Eine sehr gute Wahl. Oh, hab kein View mehr. Schreibt sie so. Du kannst natürlich auch jederzeit hier on the fly nachtanken. Ne? Hier oben über diesen Button Gewicht und Gleichgewicht. Kannst du den Treibstoff entsprechend regeln während des Fluges. Ne? Das kann man zur Not machen. Ne? Das wird für nichts dagegen. So, man kann auch einen geilen Walkaround machen. Sprit muss gecheckt werden etc. WGA-Flug sollte sich den Vogel kaufen, meiner Meinung nach. Christian schreibt nochmal. Sehr gut, danke nochmal für dein Feedback. Die PA24 war das, ne? Genau. Ein Stück weiter oben. Sehe ich gerade, woher bekomme ich immer die NAV-Punkte? Die NAV-Punkte, gut, also ich erstelle ja die Flugroute entsprechend dahingehend, dass ich versuche, ausschließlich NAV-Punkte zu verwenden. Das gelingt leider nicht immer, weil ich oftmals eine Ecke vielleicht mitnehmen möchte, wo eben kein NAV-Punkt ist, wo es aber halt sehr schön ist für den Überflug und ich dann einen benutzerdefinierten Wegpunkt mit integriere. Das ist aber nicht die Regel, also das passiert sehr selten mittlerweile mehr. Am Anfang war das stärker der Fall, mittlerweile versuche ich mich tatsächlich ausschließlich an NAV-Punkten zu orientieren und lass mal beim Flug vielleicht 3, 4 benutzerdefinierte Wegpunkte dabei sein. Heute zum Beispiel haben wir gar keinen einzigen. Ja? Insofern sind es ausschließlich NAV-Punkte im Idealfall und diese stehen unten in der Videobeschreibung zum einen, wenn du hier mal den Livestream aufklappst, unten in die Beschreibung. Dort sind die NAV-Punkte entsprechend hinterlegt. Jetzt kommt es aber darauf an, wenn du zum Beispiel am PC unterwegs bist, dann kannst du dir auch, wenn du am Discord bei mir bist oder bei der Community eben bist, auf Indiana TV, kannst du dir auch vor dem Flug den Flugplan für PC downloaden und direkt integrieren. Das ist natürlich der einfachste Weg, um möglichst schnell die Flugroute bei dir zu platzieren in der Simulation. Und die Informationen zum Flug kommen immer einen Tag vor Ausführung, also sprich zum heutigen Event gab es gestern die finalen Informationen für euch. Ich möchte natürlich das immer ein bisschen knapp halten, ja. Zum einen möchte ich euch die Chance geben, euch damit zu beschäftigen schon mal im Vorfeld, deswegen möchte ich nicht am gleichen Tag die ganzen Informationen droppen, sondern einen Tag davor. Und zum anderen möchte ich die Spannung aber ein bisschen hochhalten, wo geht es denn überhaupt hin? Deswegen verstecke ich in meinen ersten Ankündigungen, die in der Regel eine Woche vorher kommen, mit dem genauen Zeitpunkt, wann wir fliegen, verstecke ich im Bild immer ein paar Hinweise, mit was ich fliegen werde und in welcher Region wir unterwegs sein werden. Das ist schon mal so der erste Hinweis. Und die tatsächlichen Flugdaten kommen aber dann immer einen Tag vor Community-Event-Zeit und in der Regel fliegen wir alle 14 Tage. Das war einigermaßen verständlich alles. Falls da noch Fragen offen bleiben, hau gerne raus. Kaum eine Donation gemacht, schon sehe ich wieder alle. Da steckt kein Plan hinter. Also, ne, ich nehme mich da komplett raus. Also, da kann ich nichts zu. Da gibt es keinen Zusammenhang. Nein, gibt's nicht. Wir müssen wohl bezahlen für unseren Spaß. Nein, um Gottes Willen. Ich habe da nichts mit zu tun. Einiges an Wolken voraus, ja tatsächlich. Schreibt hier Jörg auch, ist mir gerade auch schon mal aufgefallen. Ja, Christian, genau. Die PA24 kommt natürlich. Ja, wird doch
nochmal vielleicht Zeit, da genauer einen Blick drauf zu werfen. Ich hole mir Mercedes Velocity One Flight und habe gehört, dass sich das juckt, dass sich das manchmal verhakt. Habe ich dazu Erfahrungen? Bisher keinerlei. Also keinerlei Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Ja? Was habe ich jetzt dafür bestimmt drauf auf dem Juck? Ich kann es schwer zu schätzen. Aber ich bin außerhalb der Community-Events regelmäßig im Juck unterwegs, genauso wie mit dem Flightstick auch und so weiter. Und probiere dann natürlich aus, mache die Updates und gucke und mache und tue. Einfach um da auch auf dem Laufenden zu bleiben, weil mich das natürlich brennend interessiert. Zum einen und zum anderen ist die Immersion halt einfach eine ganz andere, wenn du mit so einem Fluggerät da unterwegs bist. Und ich habe keinerlei Verhaken in irgendwelche Situationen bisher erlebt. Also nein, kann ich so nicht bestätigen. Aber es gibt natürlich Berichte, ich lese das auch, ja, also es gibt natürlich Berichte, die von Situationen beschreiben, und das sind natürlich auch die Teile nicht davon ausgenommen, dass da mal was defekt sein kann oder so, ja. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Die Erfahrungen können da natürlich unterschiedlich sein. Ja, du hast natürlich Garantie auf diese Teile, und sollte da irgendwas nicht funktionieren oder haken sogar, ja, dann ist das ganz klar ein Fall für den Support, also keine Frage. Und die Option würde ich auf jeden Fall ziehen, und zwar nicht erst irgendwann später, sondern sofort. Kann ich nur empfehlen. Und erfahrungsgemäß, wenn man den Support kontaktiert, gerade bei Turtle Beach, bekommt man da auch eine Information. Kommt natürlich auch darauf an, wo das dann gekauft hast und so weiter, ne? Inwieweit da vielleicht noch landerweise was passieren kann. Also ich kann es uneingeschränkt nach wie vor empfehlen und habe das Ding jetzt über ein Jahr. Gerade hier den Flight. Ne? Den Flightstick gibt es ja noch gar nicht so lange, meine ich. Aber auch da bisher keinerlei Probleme. Und jetzt auch mit dem Flightstick am PC alles gut. Also kann da nichts Negatives berichten tatsächlich. Zum Glück. Zum Glück. So. Den Flugassistenten nutzen. So, jetzt müssen wir langsam runtergehen, ne? Ich stelle mal hier eine geringere Höhe ein. Ich verpasse hier noch den Anflug auf meinen Flughafen, merke ich gerade. Haben wir uns ein bisschen verquatscht. Kann das sein? Ich muss hier mal ein bisschen jetzt zum einen auf die Bremse drücken. Und zum einen mal ein bisschen runtergehen, ne? Merke ich gerade. Meine Güte, ich habe nicht aufgepasst. Ich nehme mal ein bisschen Schub raus. Ich gehe mal wieder auf die 150 zurück. Wir sind hier schon gleich am letzten Waypoint. Ah, es macht einfach so Spaß, sich da auch im Chat entsprechend zu orientieren und auf eure Themen einzugehen. Mal wieder richtig, richtig stark.
gerade am Überlegen, was die Sicht angeht, ob ich auf eine bessere Stelle, also auf, keine Ahnung, aber jetzt lasse ich hier mal ganz kurz noch, vielleicht müssen wir nur durch die Wolkendecke durch. Sehen dann gleich wieder was. Ich glaube, es wird besser. Ich muss euch leider ausblenden, sonst sehe ich die Landebahn gar nicht. Wo sind wir denn hier? Da kommt sie. Oder hier? Ich glaube ja. Sanio, dankeschön. So, Anflug auf Klagenfurt. Ich wünsche euch eine gute Landung. Ich gehe auf Full Flaps. Und ziehe auch schon mal das Fahrwerk raus, damit wir noch ein bisschen abbremsen. Das war, glaube ich, tatsächlich jetzt hier noch der letztmögliche Zeitpunkt, um einigermaßen den Landeanflug zu starten. Flaps Eis, das würde mich mal interessieren, falls da irgendwer Infos dazu hat. Ich werde es wahrscheinlich in dem im Chatverlauf jetzt hier dann gar nicht finden, weil dann werde ich mal gucken, was da kommt für ist. So, wir sammeln uns jetzt gleich auf der rechten Seite nach der Landung. Und zwar gibt es da eine Stelle ziemlich am Ende der Landebahn, was habe ich geschrieben, Vorfeld Nummer 25. Das sind dann, wenn wir angekommen sind, auf der rechten Seite sind ein paar Heliports. Und da gegenüber, würde ich sagen, gegenüber von den Heliports, das sammeln wir uns für den abschließenden Screenshot. Thank you.
schön. Ganz vorne auf der rechten Seite rollen wir raus an den vorgesehenen Punkten. Ja, was sehen wir, kennen wir, ne? IKEA, ich glaube, die ist dann hier. Die hat es geschrieben oben. Also IKEA, irgendwo, was hat die denn hier?